Hallo Leute, mein Name ist HotSSD und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner 9. Folge des Wildwasser-Kajakführers durch Griechenland. Der Ort, wo man im Frühjahr mit Sicherheit andere Paddler trifft, ist der Campingplatz in Plaka, geführt von Nikos. Das ist auch ein guter Ort für ein Basecamp und bietet die Möglichkeit, Informationen über Wasserstände und welche Flüsse laufen auszutauschen. Der mächtige Arachthos, was auf Deutsch Höllenlamm bedeutet, ist einer der längsten Flüsse. In Bezug auf Wasserstände ist der Arachthos ziemlich sicher. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es mehrere Abschnitte auf dem Arachthos und seinem Zufluss Kalarithikos und wir sind nur ein paar davon gepaddelt. Da es einige Kajakvideos von beiden Flüssen gibt, halte ich mich hier kurz. Aber ihr könnt euch ja zusätzlich meine älteren Videos reinziehen. Die erste Etappe enthält die obere Schlucht. Der Einstieg ist an der Brücke zwischen Karpsi und Drosohori. Als wir von Metsovo kamen, war die Anfahrt über Karpsi einfach. Vom Plaka kommend hatten wir etwas Schwierigkeiten, den richtigen Weg über Drosohori zu finden. Vielleicht wäre eine Anfahrt auf der anderen Flussseite am Einstieg des Kalarithikos vorbei besser. Die ersten paar Kilometer fließen durch ein offenes Tal mit einer Türkenbrücke, die ins Nirgendwo führt. Nach 5 Kilometern beginnt die obere Schlucht und wir sind nun wirklich alleine für die nächsten 7 Kilometer, nur mit ein paar Geißen als Gesellschaft, von denen wir keine Ahnung haben, wie sie den Weg an den Fluss gefunden haben. Es gibt zwar einige Stellen, die problematisch werden könnten, besonders wenn man von Geißen abgelenkt ist, aber keine wirklichen Schwierigkeiten bei Niederwasser. Mit mehr Wasserdruck wird's schwerer. Die Cordiola-Brücke markiert das Ende des ersten Abschnitts. Der zweite beginnt unmittelbar mit der Milchstraße. Es ist ratsam, diesen Katarakt linksufrig zu besichtigen, so dass man sich eine Route zwischen den Felsblöcken zurechtlegen kann. Es gibt mehrere Optionen und abhängig vom Wasserstand sieht die rechte oder linke Seite attraktiver aus. Was vermieden werden sollte, ist das letzte Kehrwasser für die Umtrage zu verpassen und dann rückwärts runter zu rauschen. Nach diesem Katarakt folgt die zweite Stromschnelle der Milchstraße. Sie ist kürzer, weniger steil und hat eine klarere Durchfahrt. Ab hier weichen die Felswände zurück und erlauben dir, Möwenschwärmen nachzujagen, die auf den Kiesbänken ausruhen. Ein paar Kilometer weiter mündet der Kalarithikos von links ein. Mit dem zusätzlichen Wasser erhöht sich der Spaßfaktor. Und in der Folge gibt es einige Spielstellen. Bis zur Fortosio Ambelochori Brücke werden die Felswände wieder steiler. Die ersten beiden Abschnitte mit insgesamt 21 km Länge können kombiniert werden. Die große Arachthos-Schlucht, welche zwischen dieser Brücke und Plaka liegt, kann mit dem Kalarithikos verbunden werden, besonders wenn man dort den unteren Einstieg wählt, wie wir es immer machten. Die Brücke von Fortosio Ambelochori erreicht man am besten über die gute Straße auf der Westseite des Flusses. Beim Restaurant Hippokrates oder Ippostros auf Griechisch
biegt man rechts ab und folgt der schmalen und steilen Straße runter zum Fluss. Von hier kann der Einstieg zum Kalarithikus erreicht werden, indem man auf der anderen Talseite wieder hochfährt. Wenn man jedoch direkt vom Plaka kommt, ist die direkte Verbindung besser und schneller. Bereits auf den ersten paar Metern des Kalarithikus kann man den Unterschied zum weniger steilen Arachthos spüren, der auf weiten Teilen nicht diese unbändige Kraft zeigt. Man fühlt die Wasserwucht und das höhere Gefälle anhand der zahllosen Walzen, die man auch bei niedrigen Wasserständen vermeiden sollte. Bei Meerwasser können diese recht intensiv werden. Nach einer Kurve mit einer Hängebrücke erreicht man den großen Canyon des Kalarithikus. Bei mittleren bis hohen Wasserständen kann die Einfahrt über den Korkenzieher einiges abverlangen. Schwimmen ist hier nicht empfohlen, da es in der Folge kaum Kehrwasser gibt, um das Boot zu leeren. Von hier an nimmt das Gefälle ab, aber aufgrund der engen Verhältnisse gibt es viel Presswasser. Wenn die unmittelbaren Felswände zurückweichen, lassen sie Raum für luschgrüne Vegetation, welche an tropische Wälder erinnert. Das ist auch der Grund, warum er Grüner Canyon heißt. Der Abschnitt vom Zusammenfluss mit dem Arachthos kennen wir bereits, darum überspringe ich ihn hier. An der Brücke beginnt die Strecke der großen Arachthos-Schlucht. Bevor diese richtig beginnt, gibt es aber noch Wasserfälle über moosbedeckte Felsen zu bestaunen und einige Katarakte zu meistern, die besonders bei hohen Wasserständen ihre Tücken haben können. Der Canyon selbst ist 2 Kilometer lang mit senkrechten Felswänden auf beiden Seiten, aber keinen nennenswerten Schwierigkeiten, wenn man den Eingang erreicht hat, außer möglicherweise Presswasser. Die Schlucht endet abrupt und öffnet sich in den Talkessel von Plaka. Man kann entweder auf der Höhe des Campingplatzes unterhalb der Straßenbrücke ausbooten oder oberhalb auf der linken Seite bei den Trümmern der ehemaligen Türkenbrücke, welche bis vor kurzem den Fluss überspannte. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Koordinaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Beschreibung. Für jetzt ist das alles. Ich sehe euch hoffentlich bald in der nächsten Folge.